Jörg Thomsen wird uns was erzählen über drei verschiedene Map-Server, den QGIS-Server, den Geo-Server und den altbekannten Map-Server und was man wann nimmt und wo die Vor- und Nachteile vielleicht liegen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Bin ich schon laut und zu hören? Nein, noch nicht. Ah, jetzt bin ich auf dem Lautsprechern. Sehr schön. Ich warte noch kurz, bis es ein bisschen ruhiger geworden ist und alle einen Sitzplatz gefunden haben. Gut, ja, vielen Dank, Thomas, für die Einleitung. Ich möchte was erzählen zum QGIS-Server, Geo-Server und Map-Server, wobei ich, wie im Programm auch angekündigt, da nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen werde und Performance-Zahlen und Tabellen zeige und Ähnliches, sondern es ist eher für die Einsteiger gedacht, für Leute, die eines dieser Softwareprodukte kennen und überlegen, wie sieht das andere eigentlich aus, könnten wir das auch einsetzen, wie werden damit die Dienste konfiguriert. Ganz kurz zu mir, ich bin ja nicht aus eigenen freien Stücken hier, sondern werde dafür bezahlt, weil ich für eine Firma da bin. Ich arbeite seit einigen Jahren bei der Wehr Group. Wir sind ein Unternehmen, das halt WebGIS-Anwendungen, Datenbank-Anwendungen und Ähnliches programmiert. Wir sind ja auch Sponsoren und haben unten einen Stand in dem Catering-Bereich. Zurzeit sind wir ziemlich genau 40 Mitarbeiter, die sich auf drei Standorte verteilen, Bonn, Berlin und Freiburg. Ich selber sitze mit 7 Kollegen in einem Büro in Berlin. Wir haben ein paar Produkte, die auch Open Source sind. Bekannt den meisten ist wahrscheinlich der Mapbender als WebGIS Frontend, WebGIS Content Management System, Metador auch schon ein bisschen älter für die Metadatenverwaltung und relativ neu unser MOPS, das steht für mobile Offline-Maps, also das O steht in dem Fall nicht für On, sondern für Offline, damit man, wenn man unterwegs ist und kein Netz hat, auch ein paar Kartendaten sich angucken kann und damit arbeiten kann. Letzte Werbefolie, wir haben noch die Schulungsmarke der Voss Akademie, wo wir Schulungen anbieten zu den Produkten, mit denen wir auch in der täglichen Arbeit unterwegs sind und dann uns eben auch entsprechend gut auskennen und das Wissen auch gerne weitergeben. So, kommen wir zurück oder endlich zum eigentlichen Vortrag. Worum soll es gehen? Eine ganz kurze Einführung. Ich beschränke mich auf die Web Map Services, also einfach, wie kann ich meine Geodaten so konfigurieren. Test 1, 2, ja, wieder besser. Meine Geodaten so konfigurieren, so im Internet bereitstellen, dass sie als sagen wir, automatisierte Karte in einem WebGIS im Browser oder auch in einem Desktop-GIS, wo ich dann als WMS einbinde, angezeigt werden können. Die Produkte, die ich zeige, die Software, die ich vergleichen möchte, die können auch noch andere OGC-Dienste anbieten und unterstützen. Aber da es mir jetzt primär um den Vergleich geht, wie konfiguriere ich mit dem Geo-Server, mit dem QGIS-Server, mit dem Map-Server überhaupt die Dienste, reicht es dafür schon aus, wenn ich mich auf einen Dienst, auf den Webmap-Service konzentriere, weil das dann für die anderen sehr, sehr ähnlich ist. Also ein Webmap-Service, vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht wissen, was es ist, ist halt ein Dienst, der Karten bereitstellen kann. Ich habe verschiedene Layer, die ich mir auswählen kann, die kann ich einzeln anzeigen lassen, die kann ich alle auf einmal anzeigen lassen. Ich kann mir quasi eine theoretisch zumindest beliebige Kartengröße runterholen in Pixelangaben. Der Ausschnitt, der mir angezeigt wird, der räumliche Ausschnitt, kann beliebig sein. Das wird dann beim Aufruf über eine Bounding-Box angegeben. Wir können den Layern, die angezeigt werden sollen, Styles geben über die Konfiguration. Das muss natürlich immer mindestens einer sein, denn sonst wird nichts angezeigt, wenn ich da keinen Style vergebe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mehrere Styles für einen Layer zu vergeben, sodass der Nutzer die Auswahl hat. Ich möchte jetzt die farbige Karte, die etwas gedämpfte farbige Karte oder eine Graustufendarstellung haben. Und viel genutzt ist auch immer noch dieses Feature Info, das ist ein Info-Klick. Ich klicke irgendwo in die Karte, ein Objekt an und kriege dann die Sachinformationen dazu angezeigt und ausgeliefert. Und genau diese Punkte möchte ich dann jetzt auch kurz vorstellen. Hier nochmal aus der Mapbender-Galerie, da sind natürlich nur Mapbender-Anwendungen gezeigt, aber in diesen ganzen Mapbender-Anwendungen gibt es auch eine
eine sehr große Anzahl an verschiedenen Kartendiensten, die dann auch vom Map-Server, von Geo-Server, vom Kugel-Server, vielleicht auch noch von anderer Software kommen. Da kann man sich auch mal angucken, wer sich da noch nicht so gut auskennt, was ist eigentlich alles möglich, auch an Darstellungen und so weiter. Okay, also diesen Dienst, diese Software, die ich vorstellen möchte, Geo-Server, Kugel-Server und Map-Server, kann den WMS, es gibt den verallgemeinerten Ausdruck OWS-Server, das steht dann für Open Web Services. Da fasst sich dann auch der Web Feature Service, der Web Coverage Service und andere Dienste noch mit drunter. Jetzt drei kurze Folien mit ein bisschen mehr Text, danach kommen dann wieder bunte Bilderchen. Kurze Vorstellung zu den Hintergründen der einzelnen OWS-Server. Das erste ist hier der Geo-Server. Die Adresse finden wir im Internet unter geoserver.org. Wie bei den meisten freien GIS-Projekten halt mit dem Produktnamen und dem Org dahinter. Der Geo-Server ist eine Java-Anwendung. Das heißt, man braucht auf jeden Fall auch noch ein Java auf seinem Server, um den Geo-Server zu betreiben und damit Kartendienste bereitzustellen und Karten auszuliefern. Der Geo-Server hat eine Web-Oberfläche, da kommen dann gleich im Folgenden auch noch ein paar Screenshots davon, um die verschiedenen Dienste, Web-Map-Services, die Layer und so weiter zu konfigurieren und bereitzustellen. Er bietet aber auch, das steht hier in der Mitte, eine REST-Schnittstelle zur Konfiguration an. Damit kann ich quasi über HTTP-Requests auch den Geo-Server konfigurieren und muss nicht viel lange in der Oberfläche rumklicken, sondern kann einfach Befehle an den Geo-Server schicken und damit auch komplette Webmap-Services, Dienste aufsetzen, Daten hochladen und so weiter und so fort. Das zweite ist dann der Map-Server. Wir finden ihn unter mapserver.org. Der Map-Server ist eine C-Implementierung, arbeitet als CGI-Skript, ist eine sehr alte Software für Softwareverhältnisse jedenfalls. Seit 1993 wird er entwickelt. Und da erfolgt die Konfiguration über ganz sozusagen einfache Textdateien, also über Textdateien, über ASCII-Dateien, die je nachdem, wie komplex mein Dienst ist, natürlich dann auch nicht unbedingt am Ende nicht mehr einfach sind, sondern schon recht komplex auch aussehen können mit vielen Elementen darin. Und das letzte, das jüngste Kind in dieser vorgestellten Familie, ich sehe gerade, da ist ein Fehler drin, aber das QGIS mit einem G kriegen Sie auch hin, wenn Sie das aufrufen wollen, um sich das anzugucken. Der QGIS-Server basiert eben auf dem Desktop-GIS. QGIS ist in C++ geschrieben. Und es gibt die Möglichkeiten, selber auch über Python-Plugins da sich weitere Funktionen hinzuzugeben. Die Konfiguration beim Kugel-Server, sage ich auch gleich noch, ist sicherlich von allen dreien OWS-Servern die einfachste, weil ich da einfach das Kugel-Desktop-GIS nehmen kann, um meinen Web-Map-Service oder Web-Feature-Service oder Web-Coverage-Service zu konfigurieren. Ich habe mal ein ganz, ganz einfachen Dienst gemacht und versucht, den mit allen dreien OWS-Servern gleich aussehend darzustellen. Habe mir dann als Viewer, um den wieder darzustellen, das QGIS genommen. Also das ist jetzt, QGIS ist nur der Viewer quasi für die ganzen Daten. Und was wir im Kartenfenster sehen, das ist wirklich das, was von dem WMS jeweils zurückkommt. Hier einfach ein paar Ländergrenzen und ein paar Seen. Das erste Bild ist das vom Geo-Server. Es springt leider ein bisschen, nur dass man das nicht ganz perfekt vergleichen kann, aber sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Das zweite Bild vom Map-Server, das ich konfiguriert habe, den Dienst dazu. Und das dritte ist dann der Kugel-Server. Da habe ich die Darstellung nicht ganz so eins zu eins hinbekommen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Die Grenzlinien sind ein bisschen schwächer als bei den anderen, aber das ist sicherlich nur eine Konfigurationsfrage. Hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit für aufwenden wollen. Für diejenigen von Ihnen, die das vielleicht auch mal nachvollziehen wollen und selber nachvollziehen wollen, noch ein kurzer Hinweis, wie habe ich das Ganze gemacht? Gestern im Workshop festgestellt, dass immer noch einige Leute dabei sind bei der Konferenz, die auch die OSGeo Live gar nicht kennen. Das ist eine sehr schöne Distribution, die wird dann hier auch hier für die Workshops benutzt. Kann man sich runterladen, kann man in einer virtuellen Maschine laufen lassen, kann man vom USB-Stick laufen lassen.
Und da haben wir den ganzen Open Source GIS Stack drauf, der unter der Fittiche von der OSGeo steht. Da ist dann eben auch der Map-Server drauf, da ist der Geo-Server drauf, da ist ein QGIS drauf. Und das Schöne, das weitere Schöne daran ist, dass es immer noch einen Quick-Start gibt. Ich habe das hier mal eingekringelt, findet man, wenn man da auf Contents geht und dann sieht man die ganzen Produkte, die drauf sind. Und unter dem Quick-Start findet man dann immer einen leichten Einstieg in all diese verschiedene Software mit ersten Schritten. Und auf der OSGeo Live-Distribution ist sogar dann auch immer noch der komplette Datensatz drauf, der für dieses Tutorial benötigt wird. Also da kann man sehr schnell, sehr schön einsteigen. Und ich habe auch wirklich für diese Beispiele, die ich hier gemacht habe, diesen Map-Server-Quickstart genommen und die Geodaten, die dazu auf der OSGeo Live drauf sind, und einfach mal zwei Layer von diesem Map-Server-Quickstart umgesetzt und dann versucht, das in der anderen Software jeweils nachzubauen. Ging relativ schnell, wenn man weiß, wie es geht und die Anleitung dafür hat. Aber das kriegt eigentlich jeder hin mit den Anleitungen, die da drauf sind. Wenn ich so eine Karte mir dann aufrufe, was steckt hinter diesem Kartenaufruf, um diese Karte angucken zu können? Das sieht jeweils so aus für die drei verschiedenen OWS-Server. Ich weiß, eine sehr kleine Schrift und viel. Wir können aber eine ganze Menge wegstreichen, weil alles, was jetzt durchgestrichen ist, das gehört zum MOGC-WMS-Request. Das ist sowieso bei allem gleich. Da bleibt dann nur noch sowas hier übrig. Ich habe es auch noch mal ein bisschen größer, damit man das noch ganz hinten sehen kann. Da kann man auch schon mal ein bisschen was erkennen. Bei den ersten beiden steht dieses CGI-Bin da in der Adresse drin. Das heißt, das hatte ich eben schon erwähnt, der QGIS-Server und der Map-Server laufen als CGI-Programme. Und bei dem Geo-Server, der unter Java läuft, sieht der Basisaufruf ein bisschen anders aus. Letztendlich kann man das aber alles auch dann mit seiner Web-Server-Konfiguration so umkonfigurieren, so umbauen, dass das hinterher komplett anders aussieht. Also man kann nicht immer sofort an der Adresse erkennen, welche Maschine werkelt jetzt dahinter. Oft ist es aber möglich, wenn man sich das anguckt, zu sehen, ah, das ist jetzt dieser Engine oder das ist ein anderer. Und wir sehen hier auch noch, dass beim Map-Server und beim QGIS-Server mit dem Parameter Map gleich dahinter irgendeine Datei aufgerufen wird. Oben beim Map-Server ist es eben die Map-Datei, die den Dienst konfiguriert. Beim QGIS-Server ist es die QGZ-Datei. Das ist halt die neue Dateiendung von QGIS, seitdem es QGIS 3 gibt. Da ist jetzt nicht mehr QGS, sondern QGZ. Da ist das, was wir vorher als QGS hatten, einfach alles gezippt, abgelegt und gespeichert. Ist aber die ganz normale QGIS-Projektdatei, die ich mit dem QGIS erstellen kann und speichern kann und die ich dann im Map dem WMS, dem QGIS Map Server übergebe, damit er als Kartendienst, als WMS funktionieren und arbeiten kann. So, so sieht die Map-Datei aus, die hinter dem Map Server steckt von der Konfiguration her. Hier ist jetzt auf dem Screenshot ist nur ein Layer drin, weil ich es ein bisschen größer machen wollte. Wir haben oben in der ersten Hälfte ein paar allgemeine Angaben, die für den gesamten Dienst gelten. Und dann unten ab Zeile 25 diesen Layer-Block mit den Countries und da drin Zeile 31 bis 35 das Styling. Hier sehr einfach gehalten, eine Füllfarbe, eine Randfarbe und eine Breite der Polygonbegrenzungen. Also das ist jetzt wirklich alles, was hinter diesem einfachen Dienst steckt. Wie gesagt, wenn ich jetzt anfange, mit ganz vielen Symbolen zu arbeiten, eine ausgeklügelte Beschriftung haben will, mit Drehungen, mit Schraffuren, mit überlagerten Symbolen und ähnlichen, dann wird das natürlich entsprechend komplexer und länger, das Ganze. Das Schöne ist, bin sowieso eher als Map-Server-Fan bekannt, weil ich schon sehr lange damit arbeite, aber man kann eben, wenn man sich ein kleines Repository angelegt hat an Konfigurationsdateien, einfach immer wieder drauf zurückgreifen und hat auch sehr schnell einen neuen Dienst erstellt. Beim Geo-Server müssen wir keine Textdatei editieren. Das Ganze können wir dann in einem Browser aufrufen und den Dienst bereitstellen. Da müssen wir dann verschiedene Schritte durchlaufen. Wir müssen einen Workspace erstellen, der quasi unseren Dienst darstellt. Dann gibt es eine andere Oberfläche, wo ich die Datenquelle mit angeben muss, die dann auch gleichzeitig hochgeladen wird auf den Server, sodass sie dann schon da ist und man sich nicht mehr darum kümmern muss, dass die Daten an der richtigen Stelle liegen, sondern das nimmt uns der Geo-Server an der Stelle ab.
dann kann ich auf meinem Workspace mit den hochgeladenen Daten einen Layer konfigurieren, anlegen und da dann noch weitere Einstellungen machen. Da unten am Rand sieht man noch ein bisschen was, diesen Style Editor. Für das ganze Styling beim Geo-Server gibt es keine Oberfläche, wo ich Farben auswählen kann und Liniendicken bestimmen kann und das sofort sehen kann, sondern ich muss so eine SLD-Datei, das ist eine XML-Datei, schreiben oder mir aus einem QGIS exportieren und kann die dann hier einfügen. Das ist ein bisschen umständlich, aber zum Glück seit der neuen Version von QGIS, also seit QGIS 3, kann man auch wirklich die SLD-Exporte aus dem QGIS nehmen, wenn man da beim Styling ist und direkt beim Geo-Server mit reinpasten in das Fenster und das funktioniert in den allermeisten Fällen auch hervorragend. Bei den Zweier-Versionen von QGIS musste man immer noch ein paar Änderungen am SLD vornehmen. So, das sah ein bisschen umständlich aus. Das hier sieht viel schöner aus. Ich kann das, wie gesagt, auch mit ein paar Restbefehlen bewerkstelligen, dass ich so einen Geo-Server-Dienst bereitstelle. Da ist die Lernkurve natürlich deutlich steiler, aber wenn man sich das einmal angeeignet hat, wie das geht, dann ist man da sehr schnell mit und kann dann sogar die Konfiguration von Webmap-Services halt über eigene kleine Programme, über Skripte machen lassen. Wenn neue Daten reinkommen, wird automatisch ein neuer Webmap-Service oder ein neuer Layer angelegt. Aber das nur nebenbei, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das dritte ist der QGIS-Server. Das ist wahrscheinlich fast allen bekannt, wie das aussieht. Halt das ganz normale Desktop-GIS, wo ich meine Styles für die ganzen Layer vergeben kann, mit den diversen Unterdialogen, aber da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten habe. Und dann hat man noch zwei weitere Dialoge, wo man ein paar Einstellungen zu den Metadaten vornehmen kann. Was soll der Server kennen? Welche Projektionen soll er ausliefern und so weiter? Der eine befindet sich in den Project Properties für die gesamte Anwendung und bei jedem einzelnen Layer gibt es auch nochmal einen kleinen QGIS-Server-Abschnitt, wo man noch Abstract und Server-Titel und sowas konfigurieren kann. Aber es ist wirklich sehr einfach. Man muss diese Sachen gar nicht ausfüllen. Lade mir Daten in QGIS rein, style die irgendwie, schiebt die QGZ-Datei auf den Server, wo der QGIS-Server läuft und das Ding ist sofort verfügbar. So, zum Schluss noch ganz kurz das Feature-Info, diese Abfrage. Wie komme ich an die Sachdaten ran, die hinter den Geodaten stecken? Das ist beim Geo-Server erstmal sehr einfach. So eine einfache Darstellung ist sofort da, da muss ich gar nichts für machen. Beim Map-Server muss ich ein bisschen was konfigurieren, sieht dann auch erstmal relativ einfach aus, wenn ich es einfach halte. Beim QGIS-Server muss ich auch nichts großartig konfigurieren, sieht auch noch sehr einfach aus. Beim QGIS-Server habe ich die Möglichkeiten, über Templates für diese Feature-Info-Darstellung das noch ausführlich zu gestalten. Ich kann sagen, wie die Tabelle aussehen soll, ich kann eine Überschrift reinpacken, ich kann mir Links zusammenbauen, ich kann noch ein Logo und Footer unten reinpacken und so weiter. Das funktioniert über Template-Dateien, das überspringe ich jetzt mal im Einzelnen. Beim QGIS-Server geht das leider nicht. Da gibt es ein Python-Skript, das sehr umständlich und technisch nicht sehr schön macht. Ich hoffe, das kommt irgendwann oder vielleicht sagt auch gleich jemand, der hier im Auditorium ist und sich auskennt, das geht ja doch und ich kenne das nur noch nicht, würde mich auch sehr freuen. Dafür haben wir noch ein sehr schönes Feature beim QGIS-Server als eigenen Aufrufparameter getPrint, was dann die QGIS-Druck-Template nutzt und ich quasi auch mein Ausdruckergebnis für den QGIS-Server direkt im QGIS-Desktop erstellen kann. Okay, Dokumentation. Sei ganz kurz, letzter Satz vielleicht habe ich noch. Alles okay. Bei Geo-Server und Map-Server sehr ausführlich. Man muss Englisch lesen, sollte Englisch lesen, weil die deutsche Dokumentation nicht immer den aktuellsten Stand hat. Beim QGIS-Server ein bisschen wenig aus meiner Sicht. Die ersten Schritte sind, wie gesagt, sehr einfach. Wenn es dann zu Problemen kommt, wenn man spezielle Sachen machen möchte, dann wünsche ich mir da doch mal manchmal ein wenig mehr. So, dann hatte ich hier noch eine kleine Mindmap gemacht für den Fall, dass ich noch ganz viel Zeit am Ende habe und dachte mir, was kann man denn noch alles erzählen? Das überspringe ich einfach mal und beende meinen Vortrag damit und stehe dann auch gerne für Fragen zur Verfügung natürlich. Danke. Ja, in der Zeit natürlich nur ein Schnelldurchlauf. Ich denke, da gibt es vielleicht einige Fragen aus dem Auditorium.
kommt dann. Sonst wiederhole ich die Frage. Der rote Schalter unten. Nochmal? Ja. Okay, jetzt endlich. Ein Wort, Performance? Ja. Danke fürs Gespräch. Habe ich jetzt, also jetzt für den Vortrag irgendwie keine Versuchsreihen angestellt. Da ist meine Erfahrung einfach, dass man aus allen drei OWS-Servern eine gute Performance rauskitzeln kann, wenn man sich mit den Grundlagen auskennt, wie das Ding funktioniert, ein Apache konfigurieren kann. Die Leute, die sich mit Java nicht auskennen und nicht wissen, wie man das optimal konfiguriert, kriegen den Geo-Server nicht unbedingt schnell zum Laufen, aber wer das kann, kriegt das auch schnell hin. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass der eine besonders schneller ist als der andere. Beim Geo-Server kenne ich von der Zweier-Version noch die Aussage, dass der eher langsam ist. Beim Dreier kann ich das noch nicht so richtig sagen, der ist noch nicht so häufig produktiv im Einsatz. Gut, noch eine Frage? Keine Frage. Dann habe ich mal eine Frage. Du hast Erfahrung wahrscheinlich immer nur unter irgendwelchen Linux-Derivaten oder auch auf irgendwelchen Windows-Servern. Also ich kenne es halt aus meinem Umfeld, dass Windows teilweise im Serverbereich dann doch gesetzt ist. Hast du da auch Erfahrung gemacht? Mit Geo-Server und Map-Server, den haben wir auch unter Windows im Einsatz. Funktioniert beides. Gut, dann müsste man Kugelserver selber testen, aber also genau, das geht prinzipiell. Das geht auch, wie gesagt, unter der Voraussetzung, man kennt sie halt aus, man muss halt dann auch Windows entsprechend kennen und administrieren können, damit es läuft. Genau. Eine Frage von? Soweit ich weiß, gibt es noch den Degree-Server und ich wollte fragen, ob du den oder warum du den nicht gewählt hast oder ob es da noch irgendwas dazu zu sagen gibt. Nee, die Antwort ist relativ einfach und pragmatisch, weil wir den im Keim unserer Projekte im Einsatz haben und ich mich da gar nicht mit auskenne.